Hallihallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Die Leute strömen hier in das Fahrgeschäft. Das finde ich sehr gut, dass wir nicht wieder was gebaut haben, was keine Sau interessiert. Das tut nämlich im Herzchen immer ganz schön weh. So, ich wollte hier noch was umsetzen, was mir eingefallen ist, was man machen kann. Das werden wir auch mal direkt machen. Ich weiß gar nicht, brauchen wir da den Filter für? Findet man das damit dann schneller? Jein. Die Dinger hier habe ich mal wieder gesucht. Aber ohne die Stützen. Gut, dann suchen wir vielleicht doch mal eher so. Wie heißen die denn dann? Holz? Holz funktioniert sehr gut. Ist da eine schöne große 4-Meter-Wand? Ja. Da machen wir nämlich hier wieder so ein Pseudo-Gebäude hin. Und zwar... Das gehört jetzt gar nicht zum Gebäude, ne? Kann man das dem Gebäude hinzufügen? Nee. Egal. Dann ist das halt nicht am Gebäude, aber den Rest machen wir zum Gebäude. Wo sind meine wunderschönen Holzbalken? Nehmen wir die hier wieder. So. Jetzt platziert? Nein, warum nicht? Danke. So. Winkel haben wir an, sehr schön. Na! Na! Was war das denn? Das war ein nervöser Finger. So, hier oben wollte ich nämlich noch einen haben. Um die Kante so ein bisschen zu kaschieren. Dankeschön. Sehr gut. Und dann machen wir nämlich hier wieder so pseudomäßig ein Gebäude raus. Passt dann so ein bisschen zu dem Theming, was wir in der Attraktion haben. So. Finster. Kleine oder das Größere? Ich glaube, das Kleinere ist besser. Oh, man sieht aber auch so schlecht, ne? So. Bisschen rausziehen, damit man die Glasscheibe sieht. So. Und ich glaube, der Balken da oben. Der Balken... Das Spiel macht mich wahnsinnig. Gib mir doch mal den Balken, der muss tiefer. Dankeschön. Weil, da kommt ja noch diese Decke drauf, ne? Die habe ich hier auch über... Ach doch, die habe ich da bedacht. Okay, nee, dann kann der doch wieder da oben hin. Alles gut. Okay. Okay, okay. Ich dachte, das ganze Dach wäre ein bisschen tiefer. Aber das sieht doch auch gut aus. Man da nochmal so ein bisschen Hausfassade. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man hier noch hin? Hier können wir... Ich sehe nichts. So. Hier können wir noch eine Mauer oder so machen. Oder diesen Seilzaun. Den fände ich, glaube ich, da ganz gut. Holz muss mal weg. Finden wir den jetzt auf Anhieb? Ja, das ist ja gut. Den könnten wir hier draufsetzen.
Dass die da halt nicht so rüberklettern, ne? Sehr schön. Gut. So, das Letzte, was ich jetzt noch anbringen möchte hier, ist Begrünung. Bisschen mehr Efeu, das geht immer. Das lockert das Ganze nämlich auf. Hier haben wir, glaube ich, genug davon. Hier an der Wand können wir auch noch mal eins von der Decke hängen lassen. Dann vielleicht hier den, den kleinen noch. Hier so hoch wachsen lassen. Oh doch, das hat doch was, ne? Hier müsste man so ein Schild anbringen. Vorsicht, Rutschgefahr. Okay. Ne, finde ich gut. Finde ich soweit ganz gut. Dann machen wir jetzt hier das Dach drauf. Dann haben wir die Warteschlange auch auf jeden Fall fertig. Können wir uns die nochmal angucken von innen. So. Und hier rein. Wird hier erstmal voll geblubbert. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber das passt schon. Es ist halt eine Warteschlange. Die muss halt nur so ein bisschen was zum Gucken bieten. Dass das Anstehen nicht ganz so langweilig ist. Und dann ist hier halt eh die Party am Start. Ich würde jetzt gerne noch hier irgendwie so ein Bild anbringen. So eine Uhrzeit, weißt du? So von wegen, fahr das Fahrgeschäft. Also wenn sich Leute den Park angucken, bitte um die und die Uhrzeit. Damit das in dem Raum natürlich auch optisch passt. Das hier jetzt so drunter hängen. Problem ist halt gerade, ich weiß nicht, auf welcher Seite die Schrift gleich ist. Werden wir aber sehen. Time. Was nehmen wir denn? 20 Uhr. Ja, wenn wir es für die Amerikaner auch mitmachen, dann müssten wir 8 PM. Das verstehen ja auch. Das verstehen ja auch Deutsche, denke ich mal. Okay. Ich hoffe, dass das so Sinn ergibt. Lassen wir mal so. Finde ich gut. Haben wir denn eine andere Schrift, die mir da besser gefallen würde? Die finde ich da ganz gut. Sehr deutlich. Man kann es gut lesen. Alles klar. So, und wenn wir das dann Ganze jetzt auch einmal umsetzen, man guckt sich hier den Park an, Beleuchtung einstellen, auf, achso, ja, warte, war ich schon direkt selber falsch. So, und dann gucken wir uns das Ganze jetzt einmal an. Schön warmes Licht hier, die Warteschlange ist sehr gut beleuchtet, ist nicht zu dunkel. Nicht zu hell. Und dann kommt man hier ins Fahrgeschäft rein. Der Sternenhimmel ist ein bisschen, wiederholt sich ein bisschen arg, aber das ändern wir jetzt nicht mehr. Vielleicht sollten wir hier noch so ein Schild hinmachen. Ausgang? Weiß ich nicht. Und hier in der Mitte könnte natürlich auch noch ein bisschen Beleuchtung hin. Ich glaube, das hatten wir eh noch vorne.
eigentlich ganz cool da. Hier so ein bisschen Licht. Ja. Das kann man auf jeden Fall so machen. Sehr schön. Okay. Gehen wir hier mal wieder raus. Hier außen fehlt natürlich noch Beleuchtung. Hilfe. Oh, diese Kamera, ne? Diese Kamera. So. Jetzt haben wir wieder meine beliebte Kamera. Hier brauchen wir definitiv noch Lichter. Machen wir hier und hier eine hin. Und hier an den Ein- und Ausgang. Ja, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber damit die Leute auch was sehen, ne? Die blinden Nudeln. Wo waren denn diese wunderschönen Blumenkästen zum Hinhängen? Waren die auch bei Gebäude? Ich glaube ja, ne? War das hier? Hier? Nein. Wo waren die denn? Dekoration diverses? Ja. Die habe ich gesucht. Sehr gut. Machen wir nämlich hier jetzt so einen Blumenpott. Und hier machen wir einen Blumenpott. Und ich würde ja fast sagen, hier auch nochmal eine Lampe. Und hier. Die Straße muss beleuchtet sein. Die Straße ist sehr unbeleuchtet. So, aber so ist die Warteschlange beleuchtet. Sehr schön. Okay. Können wir auf jeden Fall so lassen. Machen wir jetzt mal wieder ein schönes Licht. Nehmen wir mal 12 Uhr mittags. Gut. Okay. Perfekt. Wobei, ich glaube, die hier ist ein bisschen übertrieben. Da machen wir auch lieber noch einen Blumenpott hin. Mal wie die Bäume da durchgucken, ne? Schön. Dach. Hier brauchen wir auf jeden Fall ein Dach. Sonst sieht das Ganze komisch aus. Jetzt nehme ich das da alles verstecken. Hier so eine Ecke. So. Loop. 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 Sehr schön. Und hier können wir eigentlich auch so eine Ecke draufsetzen. Da auch. In der Mitte so eine Auskerbung, damit das nicht ganz so... Sieht schon scheiße aus, ne? Schön ist das nicht. Können wir denn hier flach arbeiten? Ist das eine Möglichkeit? Würde gehen. Fände ich, glaube ich, besser. Und dann machen wir da lieber auch so ein... Durchgang raus. So. Ja. Glaube, das fände ich dann hier ganz gut. So optisch. Schön. Aber wie einfach das ist, ne? Zack, zack, zack. Dann hier mal eben so ein Gebäude dekoriert. So.
Natürlich brauchen wir hier auch noch Geländer, damit uns da keiner runterfällt. Ah, das war schon wieder der nervöse Klickfinger. Was ist denn mit dem heute? So. Ziehen wir das Ganze hier auch nochmal durch. Zack. Zack. Und zack. Sehr gut. Sieht gut aus, ja. Jetzt müssen wir halt überlegen, wie wir das da oben noch gestalten. Viel höher möchte ich hier gar nicht kommen. Wir können hier noch so ein Stück an der Seite vielleicht. Das da hinten können wir auch wieder flacher machen. Man hier nochmal so ein Lupsi reinmachen. Und hier. Machen wir auch noch so ein kleines Ding drauf. Sieht man von unten natürlich grandios gut. Ich bin begeistert. Vielleicht kann man das hier außen auch noch ein bisschen anders gestalten. Hatten wir davon nicht auch runde Elemente? Die hier, ne? Vielleicht kann man das hier ein bisschen mehr nutzen. Man hier einfach noch so ein Türmchen draufsetzt. So. Sieht auf jeden Fall besser aus. Und wir müssen das hier natürlich auch noch kaschieren, aber das machen wir dann mit einem zweiten Gebäude, was wir da hinsetzen. Das kriegen wir dann auch noch gefixt. Ja, jetzt brauchen wir hier noch ein Dächlein. Lassen wir das andere so offen? Irgendwie komisch, ne? Wir probieren mal ein bisschen rum. So. Ja, müssen wir da was anderes hinsetzen? Wo ist es? Da? Weiß noch nicht, ob mir das gefallen will, aber wir probieren. Du müsstest dann dahin. Könnte man machen, ne? Könnte man tatsächlich machen. Jetzt gucken wir, wie wir das hier noch kaschiert bekommen. Am besten einfach nur so. Dann hat man da auch ein Dach drauf. Ja, ich glaube, das geht dann ganz gut. Nee, ich wollte doch ein Dach, aber flach. Dach, aber flach, ja. Sehr flach wie dieser Witz. Wir brauchen hier natürlich irgendwie was. Das haben wir auch da drüben genommen, ne? Nee, da haben wir das Holz genommen. So, und dann die Holzränder dazu, damit das nicht ganz so hässlich ist. Sehr schön. Wo waren jetzt die Geländer? Seid ihr das? Ihr seid das, ne? Oh, perfekt.
Sehr schön. Ja. Nehme ich so. Ist okay. Ist okay. Guck mal, da haben wir doch recht zügig hier an diesem Gebäude gebastelt. Wo waren denn die? Auch weiter unten, ne? Ja. Wir könnten hier natürlich noch mit sowas arbeiten. Als Abschlusskante, ne? Nein. Spiel bitte. So. Oh, okay. So. Eine Dachkante. Sehr gut, sehr gut. Die Lücken brauchen wir noch geschlossen. Seid ihr das? Das sieht schon mal sehr gut aus vom Winkel. Haben wir das schon mal zu? Nein. Also man drückt, man klickt und man weiß schon, das war falsch. Das ist immer das Beste. Den noch und den. Dann haben wir das zu. Dann brauchen wir das hier noch. Und dann haben wir, glaube ich, alles für das Gebäude zu, ne? Dann müssen wir jetzt in der nächsten Folge nur noch hier außen ein bisschen, ja, irgendwie sowas, was rausguckt, ein bisschen Dekoration. Hier können noch Fenster hin. Also das muss von außen auf jeden Fall noch weiter dekoriert werden. Aber ansonsten, von der Grundform würde ich das Gebäude auf jeden Fall so lassen. Das sieht sehr gut aus. Doch, das gefällt mir. Ich finde auch, wie es innen drin geworden ist, kann sich auch sehen lassen. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dann wieder mit dabei. Bis dahin, tschüsselü!